Fulda im Jahr 2021. Der Ford Ranger Raptor, diesmal Modelljahr 2021. Aber wir haben einen Wahnsinn für euch vorbereitet. Einer der größten Ford-Händler Europas, nämlich die Sorg-Gruppe, hat für Ford ein Angebot für euch gemacht. Der Raptor für 45.294 Euro netto für Gewerbe oder einmal umblättern bitte, 53.900 Euro. Ja, das ist der Endpreis inklusive Mehrwertsteuer für Endkunden. Ich grüße dich, Alexander. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, du hast mir erzählt, deine Mutter nennt dich Alexander, aber viele sagen Alex. Genau, sowohl als auch. So. Da steht er jetzt. Das ist jetzt, ist der jetzt relativ volle Hütte, den wir heute sehen? Der Wagen ist ziemlich voll ausgestattet, ja. Also beim Raptor ist es aber auch generell so, dass eigentlich das Grundmodell schon eine relativ hohe Ausstattung hat. Ja, man kann ein paar Sachen dabei stellen. Full LED? Ja, Full LED. Nebelscheinwerfer, Fernlicht, normales Fahrlicht, alles. So, wir werden uns gleich am Ende des Videos nochmal die CO2-Werte anschauen. Sie werden immer sauberer. Der hat jetzt vier Zylinder? Der hat vier Zylinder. Das sind 2 Liter Biturbo aufgeladen. Ja, geht wie Bolle. Viele, ich sag mal, weinen ja dem Sechszylinder nach. Du sagst, die sollen erstmal den Vierzylinder fahren. Sie weinen dem Fünfzylinder nach, Entschuldigung, Sven. Meine ich ja. Ja, das stimmt. Also man hat hier ein 10-Stufen-Automatikgetriebe anstatt einem 6-Stufen-Automatikgetriebe, was natürlich sehr viel wettmacht. Man hat eigentlich immer den optimalen Gang drin, sprich optimales Drehmoment. Und ich sage jedem, der einen 3,2 Liter Fünfzylinder gewohnt ist, er soll einfach den mal fahren, weil die sind eigentlich alle überrascht. Ja, es ist so. Der geht wie verrückt. Das ist ein Wandlergetriebe? Das ist ein Wandlergetriebe, ja. Braucht man ja auch, weil die Zuglast 2,5 Tonnen, geht da noch mehr theoretisch? Nein, also der Raptor ist da ein bisschen limitiert. Der normale Ranger hätte ja 3,5 Tonnen. Der Raptor hat nur 2,5 Tonnen. Der normale Ranger hätte 1 Tonne Nutzlast. Der Raptor hier jetzt hat auch nur 500 Kilo, also immer noch genug im Grunde genommen, aber er ist ein bisschen limitiert von den ganzen Geschichten. So, warum? Änderung der Aufhängung hinten. Also wir haben hinten generell hat der Raptor ein spezielles Fahrwerk. Das heißt, man fährt ja in Amerika diese Baria 1000. Darauf ist das Fahrzeug so ein bisschen abgestimmt. Das heißt, wir haben nicht hinten eine Blattfeder, sondern ein normales Schraubenfahrwerk. Die komplette Aufhängung hinten ist geändert und dadurch limitiert man ihn halt von verschiedenen Lasten wie Nutzlast und auch Anhängelast. Ja, er ist viel leiser geworden, muss man sagen. Das neue Modell, also gar nicht mehr vergleichbar. Nicht, dass der alte laut war, aber das hier ist jetzt richtig PKW-Feeling, sowohl vom Fahren als auch vom Geräuschniveau. Das ist korrekt. Also da hat man viel getan. Generell fährt er sich sehr PKW-ähnlich. Man denkt nicht, dass man so im Schiff sitzt. Also wir sind ja hier über 5 Meter, 5,30, 5,40 ungefähr. Merkt man nicht. So, das Coole ist auch im Blau, wirkt da nicht ganz so prollig, muss man sagen. Denn ich sag mal, das ist ein Fahrzeug, was unglaublich gern benutzt wird von Leuten, die wirklich unterwegs sind im Gelände. Das sind zum Beispiel Gartenlandschaftsbauer, die das gerne machen, die was Tolles haben möchten. Aber auch Hausmeisterdienste habe ich öfter mal gesehen, die ein richtig cooles Auto haben wollen. Aber es sind auch ganz viele Fans. Also es gibt für den Raptor gibt es wirklich viele Fans, oder? Ja, Raptor, wo der rausgekommen ist. Ich meine, es ist jetzt ja sozusagen der Baby-Raptor. Es gibt ja noch den F-150 im amerikanischen Markt. Und ja, jetzt wird gerade ein Auto gestohlen. Das ist richtig, ja. Hoffen wir, dass es schnell vorbei ist. Ja, und wo der Raptor halt als Ranger rauskam, die Nachfrage ist enorm gewesen. Ich meine, man sieht ja, er hat die breiten Kotflügel. So, hinten steht nämlich ein Mach-E, ist nämlich ganz witzig. Und die Alarmanlage ist so. Hat die breiten Kotflügel? Er hat breite Kotflügel, hat größere Reifen, hat speziellere Felgen, breitere Reifen. Und wie gesagt, eigentlich das ganz Spezielle an dem Auto ist das Fahrwerk. Aber wir haben natürlich auch innen drin mit so einem Recaro angedeuteten Sitzen, Lenkrad mit einer 12-Uhr-Markierung, alles halt ein bisschen sportlich ausgestattet. Ja, wir zeigen das gleich mal. Auch das Fahrwerk werden wir mal zeigen. Es ist blau, das kann man schon mal sehen. Hersteller vom Fahrwerk? Fox. Fox. Ja, das habe ich nämlich schon vermutet. Wir gucken mal gerade ein bisschen drunter. Bodenfreiheit auch ein bisschen höher? Ja, er ist ein Ticken höher, aber allein auch schon durch die Reifen. Das heißt, wir holen durch die Reifen im Gegensatz zum normalen Ranger schon eine Ecke raus. Das Übersetzungsverhältnis vom Getriebe ist auch ein bisschen anders. Das heißt, wir haben zwar größere Reifen, aber wir haben ein kürzeres Getriebe, als der normale Ranger jetzt hätte. Macht der Spaß auf der Autobahn? Nicht nur auf der Autobahn. Auch auf dem Feldweg. Also jetzt etwas längere Strecken kann man auch mit dem fahren. Ja, definitiv, natürlich. Also das Fahrwerk ist in dem Fall jetzt hier super geil abgestimmt. Bedeutet, auch wieder im normalen Ranger hat man meiner Meinung nach ein etwas festeres Fahrwerk, weil man natürlich eine große Spreizung haben muss von 0 Kilo Zuladung und einer Tonne. Also man muss sowohl bei 0 Kilo als auch bei einer Tonne Zuladung noch einigermaßen fahren können. Und hier im Raptor ist es eigentlich so, dass man genau so, wie er jetzt hier steht, mit dem Gewicht, was er hat, am optimalsten fährt. So, die Spurstangen sind natürlich nicht geeignet fürs Gelände.
Die sind sehr fürs Gelände geeignet. Nein, das ist kein Spielzeug. Der wird gebaut in Südafrika? Korrekt, ja, genau. Ja. Wie der ist auch da im Einsatz, muss man sagen. Also das ist ein Auto für, ich sag mal, Feldwege, für wirklich Gelände. Kann man aber auch auf der Straße fahren. Ist das jetzt, das ist noch nicht der härteste Reifen, oder? Das ist nein, man könnte, also das ist die Serienbereifung des Fahrzeugs, muss man dazu sagen. Also es ist schon mal besser als der normale Straßenreifen, was das Gelände angeht. Aber generell würde man natürlich hier auch noch anstatt einer AT eine MT-Bereifung bekommen fürs grobe Gelände. So ist das. Also nochmal, keine Blattfeder, Einzelradaufhängung, das steigert den Komfort und die Straßenlage nochmal erheblich, gerade wenn er nicht beladen wird. Das ist ja oft so, dass die Straßenlage bei Blattfedern besser wird, wenn er mal ein bisschen Gewicht hat, oder? Genau, also beim normalen Ranger würde ich auch sagen, wenn man 200-300 Kilo hinten auf die Pritsche lädt, dann fährt er sich optimal. Hier ist es halt so, wie er steht, fährt er sich 300-prozentig. So, ganz wichtige Fragen. Was hat der für einen Rahmen? Jetzt habe ich dich. Nee, er hat einen Leiterrahmen. Also das ist ein richtiger LKW. Genau, eine aufgesetzte Karosserie. Dadurch ist er natürlich verwindungssteifer und dementsprechend robust. Ist das hier Spielzeug, hier unten die Trittstufe? Nein, das ist kein Spielzeug. Das hört man auch. Ist Metall. Das ist pures Metall, ja. Also den kann man wirklich auch als so Rockslider nehmen, also der hält ordentlich was aus. Was cool ist, es gibt einen Lack, der heißt Raptor Lack. Ist das Zufall? Wahrscheinlich nicht, das ist die Robustheit. Ja, der Raptor Lack ist ja, das ist so ein Strukturlack, der hält einiges aus, das ist richtig. Ob es Zufall ist oder nicht, sagen wir mal, es ist kein Zufall. Er ist so robust, der Raptor Lack, wie unser Raptor. So, der 22er, der hat nicht viel anders, muss man sagen, oder? Der wird fast durchgebaut. Genau, richtig. Was jetzt hier auffallen würde, man hat beim 22er ein elektrisches Rollo. Das heißt, hier ist es so, dass wir ein Rollo haben, den man noch von Hand betätigen muss. Und bei dem neuen hat man hier neben einen Schalter, da drückt man drauf und der fährt halt zu. So, was gibt's denn an Zubehör, wenn ich jetzt sage, ich möchte den gern zumachen, damit er aussieht wie ein Kombi? Geht das? Ja, man könnte einen Hardtop drauf machen. Sprich, der Bügel und den Rollo weg und dann ein festes Hardtop oben drauf. So, du bist original Ford-Fan. Das heißt, also Ford bietet das Zubehör direkt an. Ford bietet das direkt an. Und wenn man jetzt so ein Fahrzeug als Ausstellungsstück kauft und man würde sagen, okay, ich möchte sowas nachträglich haben, wäre es auch kein Thema. Kriegen wir natürlich auch hin. So, darf man sich hier draufsetzen? Ja, 250 Kilo. Ja, bitte mal probieren. Ich meine, du wiegst jetzt ungefähr die Hälfte. War ein Scherz. 190 Kilo wiegt er. Nee, das ist wirklich auch zum Belasten gedacht. Hier kann ich auch beladen. Das geht? Genau. Also man könnte sagen, man macht die Klappe auf, stellt vielleicht ein Motorrad drauf, wo hinten das Rad drauf ist. Und das würde funktionieren, ja. So, innen drin, darf es da mal nass werden? Ist das ein Problem? Nein. Also die Wanne ist zwar komplett wasserdicht. Das heißt, wenn hier oben Wasser reinläuft, würde das die Wanne halten. Nach hier hinten ist man natürlich zur Heckklappe hin logischerweise nicht wasserdicht. Aber da, ich sag mal, da passiert nichts. Da läuft jetzt nichts nach vorne rein oder so. Nein. Also die Wanne ist einzelne Bauteile. Sie ist auch von der Kabine getrennt. Ja, ich habe eine ziemlich coole Schaumauflage. Das hier ist ein Kundenfahrzeug, wurde uns zur Verfügung gestellt, muss man sagen, weil die 22er werden jetzt bestellt. Ihr seid einer der größten Ford-Händler Europas, ganz klar. Seid ganz stark im Nugget-Bereich, aber im 4x4 Offroad-Bereich ist der Raptor unglaublich gefragt. Ich sag nur, es gibt ja viel Zubehör, wie zum Beispiel eine 360 Grad oder 270 Grad Markise von? Zum Beispiel Alucap. Ja. Machen wir auch. Also das heißt, wir haben den ein oder anderen Ranger auch mit Wohnkabine laufen oder mit einem Hardtop und einem Dachzelt drauf und Markise und so weiter. Da gerne auch ansprechen, bieten wir komplett die ganze Produktrange eigentlich an. Wird es da eng mit der Zuladung? Nein, also beim Raptor würde es irgendwann eng werden. Da muss man wirklich gucken, wie man das Auto zusammenstellt, wo wir natürlich auch gerne helfen. Beim normalen Ranger ist es absolut kein Thema, weil wie gesagt, eine Tonne Zuladung, bis man die erreicht hat, das dauert. So, Farben ist egal, weil ich würde meinen folieren, direkt allein, um den Lack zu schützen, also gegen irgendwelche Einflüsse, machen auch, glaube ich, viele. Ihr bietet so eine Klarfolierung an. Ihr habt also Dienstleister, die sowas machen. Da kann man das Auto komplett folieren und man sieht es nicht. Korrekt. Also man könnte natürlich auch hier eine andere Farbe drauf machen, aber generell bieten wir auch jegliche Folien an, Klarfolierungen, wo man halt keine Kratzer bekommt, wo man nachher die Folie abzieht und hat im Grunde genommen den Lack, wie er bei Auslieferungszustand war. So, du fährst diesen Haufen unter 10 Liter, wenn man will, oder? Sogar unter 9 Liter, wenn man will. Also klar, vorausschauendes Fahren und so weiter, dann kriegt man auch über 10 Liter. Das ist kein Geht Thema. Das? Das funktioniert auch, ja. Aber so, ja, geht. Genau, wir gehen gleich mal rein. Der hat 3 Sperren, 2 Sperren, 1? Der hat im Grunde genommen, ist er ja Heck angetrieben, man schaltet den Allrad
dazu. Das heißt, sobald man den Allrad dazu schaltet, ist sozusagen das Mitteldifferenzial auch gesperrt. Und der Wagen hat dann noch zusätzlich eine Hinterachssperre. Das heißt, wir haben zwei volle Sperren. Also ein Rad kriege ich, was nicht durchdreht, dann. Ja, die Vorderachse wäre halt, Entschuldigung, hinten kriege ich ein Rad, was durchdreht. Was immer läuft. Okay. Genau. Und wir haben eine super geile Traktionskontrolle. Das bedeutet, selbst wenn vorne mal ein Rad in der Luft hängt und man weiß, wie man das Fahrzeug im Gelände bewegen muss, funktioniert die Traktionskontrolle so gut, dass man vorne im Grunde genommen, ich sage immer, es ist eine Sperre zu 50%. Natürlich ist die Vorderachse nicht gesperrt, aber die funktioniert sehr gut, die Traktionskontrolle. Ja, muss ja sagen, das ist also wirklich hier fürs harte Geläut, so ein Fahrzeug. Unterbodenschutz, ja, ist ein ganz großes Thema. Der kommt schon einigermaßen gut daher, aber ihr bietet an, dass man Unterbodenschutz mal so richtig professionell nachrüsten kann. Macht ihr das selber? Ja, wir machen das selber. Das heißt, wir behandeln die Schweißnähte auch speziell. Komplette Unterbodenversiegelung, sprich von außen und von innen. Produkte, die wir da verwenden, ist von Mike Sanders. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenn ich. Wer kennt's nicht? Top. Ja, es versaut einem ab und zu mal so ein bisschen die Kleidung, muss man sagen, wenn es heiß wird. Ja, wobei auch da wird bei uns darauf geachtet, dass man halt nicht zu viel nimmt. Sonst tropft so ein Auto auch noch nach 4-5 Jahren. Da muss man echt aufpassen. Das heißt, man muss da den Mittelweg finden. Klar, es kann mal tropfen, aber ohne dass man das in Rahmen macht, tropft es nicht, aber es bringt halt auch nichts. So, Länge, du hast schon mal drüber gesprochen, leicht über 5 Meter. Ich finde ihn genial, zumal er brüllt nicht, wenn er an ist. Also es ist, man kann, das ist glaube ich nicht erlaubt, so einen kleinen Auspuff drunter machen, dann klingt er wie ein V8, ja. Das ist das, was die Leute schon mal machen. Das geht aber auch ganz dezent vom alten Wohnheim oder der Kindertagesstätte, oder? Ja, selbstverständlich. So, die Reaktion von den Leuten, die den kaufen, die heulen beim Abholen? Ja, die meisten. Ich meine, die meisten werden wahrscheinlich nicht dafür nutzen, um ins grobe Gelände zu fahren. Aber man weiß ja, wenn man es kann, freut man sich ja schon mal, selbst wenn man es nicht macht. Und wir haben ja auch sehr viele Fahrzeuge, die im familiären Bereich laufen, also die gar nicht mal als Nutzfahrzeug genutzt werden, sondern wo der Familienpapa halt ein schönes Auto haben will und muss halt noch irgendwie verkaufen, dass man dann natürlich auch die Kinder und die Frau mitnehmen kann. Das geht ja hier, ja. Und ganz viel Gepäck. Mach mal bitte vorne auf, wir gucken mal rein, ob da auch ein Motor drin ist und was drin ist. Ford, ein Weltkonzern. Und wenn man den Nugget... ich sehe gerade, das Reifenenergielabel ist da. Wenn du es immer kurz abnimmst, da ist es, dann zeigen wir das auch mal rein. Drauf ist BF Goodrich und der hat einmal Tanken E, na prima. Aber gut, es ist ja auch ein grobstolliger Reifen, muss man sagen. Es gibt andere Reifen, ganz klar, die besser sind. Und bei Regen natürlich B. Also ich fahre zurzeit, fahre ich Winterreifen auf meinem VW-Bus. Fairerweise, es gab heute Starkregen. Und Starkregen hatte den, ich sag mal, leichten Vorteil, dass die Winterreifen, ich hatte gar keine Angst. Ich bin mit 150 drauf, weil es Matsch- und Schneereifen sind. Und ich hatte das Gefühl, alle anderen waren langsamer. Und du hast es nicht gemerkt, da war kein Aquaplaning, gar nichts. Gut, hat man definitiv mehr Grip. Wobei die Reifen jetzt, dadurch, dass die natürlich zwischen den Profilen auch ein bisschen mehr Platz haben und in den Profilen Querlamellen haben, die Reifen halt, was Nasshaftung und sowas angeht, eigentlich relativ gut sind für so einen Reifen. So, kommen wir mal auf das Thema keine Tageszulassung, was du eben angeboten hast. Das ist ein richtiger Preis. Ich bin der erste Besitzer im Brief. Das ist richtig, ja. So, sind das Reimporte? Seid ihr ein autorisierter Ford-Händler? Wir sind autorisierter Ford-Händler, aber es sind europäische Neufahrzeuge, also Entschuldigung, es sind deutsche Neufahrzeuge. Die sind für den deutschen Markt auch gedacht, gebaut und so weiter. Ja. Habe ich die volle Garantie? Selbstverständlich, die kannst du auch erweitern auf bis zu 7 Jahre. Bis zu 7 Jahre, muss ich das direkt machen? Nein, kann man noch ein halbes Jahr bzw. 9 Monate nach Erstzulassung machen. Ja, kann man sich entscheiden. Ja, super. Ja, das 10-Gang-Wandlergetriebe hat natürlich einen Vorteil. Es schaltet immer optimal. Ja, das Überdrehen ist kaum möglich. Und ich sag mal, die Laufleistung des Motors, das ist ja ein Nutzfahrzeug, der ist wirklich gedacht, um, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahre auch zu überleben. Ihr habt Ranger, die wirklich schon hier in die Werkstatt kommen, die uralt sind, oder? Natürlich. Also das Wichtigste ist bei so einem Fahrzeug wirklich, wenn man ihn irgendwo seine 20 Jahre fahren möchte, dass man sich um den Rahmen kümmert. Aber das haben wir ja schon gesagt, können wir mit einer Unterbodenversiegelung machen. Motorentechnisch, dadurch, dass er halt das 10-Gang-Wandlergetriebe hat, dreht man ja auch Drehzahlen, die sehr niedrig sind. Bedeutet, so ein Fahrzeug oder so ein Motor hält dementsprechend lang. So, da ist er. 2,556 Tonnen wiegt er. Der Range Raptor 157 kW holt er aus Diesel raus, oder? Genau, richtig. Oh, AdBlue hat er? AdBlue hat er auch, ja. Sonst hätten wir die Euro, also sonst würde man die Euro 6D nicht hinbekommen. So, CO2 Effizienzklasse C. Die Steuer sind 778 Euro. Und viel, viel wichtiger ist allerdings,
dass man außerorts mit rund 8 Litern fahren kann. Hängt natürlich vom Fahrstil ab, aber damit fährt man auch keine 200. Ist der abgeregelt? Ja, ist abgeregelt. Bei 100. Gerade eine gute Frage. 180. Na, knapp um die 200 müsste, also ja, 190, 200. Ich, aber es ist, jetzt mal ehrlich, das sind keine normalen Geschwindigkeiten, die man fährt. Ich fahre immer so um die 140, 150. Das ist so, genau, normale Reisegeschwindigkeit, auch schon mal 120, auch mal 100. Ja, hier ist ja 80 bei Regen bei euch an der Anfahrt. Das ist so die Fulda-Strecke. So, wir sind in Fulda. Das ist so im Mittelpunkt der Erde, zumindest mal in deutscher Sicht. Ihr habt viele Kunden, die von weit her kommen, muss man sagen. Ja, wie kommt ihr auf diese Preise? Weil wir reden hier über weit über 20% auf die Liste. Gut, wir nehmen im Jahr natürlich einige Fahrzeuge ab. Im Nutzfahrzeugbereich sind wir generell sehr stark. Das heißt, wir haben ja auch einen Stützpunkt. Man nennt das bei Ford Transit Center 2.0. Und dadurch, dass wir natürlich dementsprechend Masse machen, können wir auch andere Preise machen. Ist der Spoiler dabei? Der Spoiler ist dabei, ja. Der gehört zu dem Mountaintop, also zu diesem Rollo. Cool. Also, ja, wir werden gleich mal reingehen, werden das Ganze mal zeigen. Das Besondere ist, wenn du hier mal gerade hochklappst, bitte. Es gibt ja viel Zubehör. Das ist die Kupplung, die ist universell und da ist jetzt was dran. Was habt ihr jetzt dran gemacht? Ja gut, das ist unser normaler Kugelkopf. Das ist ja so eine amerikanische Anhängekupplung mit so einem 2,5 Zoll Schacht. Bedeutet, die kann man auch ganz schnell abnehmen, wenn man dann halt mal im Gelände fahren möchte, dass die Anhängekupplung nicht stört. Und das sind die Abschlepphaken. Man darf ja nicht an der Kupplung abschleppen, bitte nicht, sondern ja, an den Haken. Können die was oder ist es nur Show? Die können auch was. Also man sieht ja auch allein an der Dicke, das daumendick, wenn nicht sogar ein Ticken dicker. Und das könnte ja auch Kunststoff sein. Ist Metall. So, wir gucken mal drunter, dass man mal sieht, die Bodenfreiheit. Geht der noch höher theoretisch? Geht das? Man könnte den höher legen, wobei da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen mit dem, wie er jetzt abgestimmt ist, dadurch, dass er einen Bypass-Dämpfer hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Doch, kenne ich, ja. Und das heißt, so wie er jetzt auch mit den Bypassen und allem im Dämpfer steht, ist es eigentlich perfekt. Und wenn du jetzt anfängst, den höher zu legen und hebst ein Stück aus den Dämpfern raus, fährt er sich wirklich nicht mehr ganz so toll, wie er sich aktuell fährt. Rückfahrkamera geht? Hat er, ja. Geht nicht, sondern hat er sogar sehr nicht. Hat er drin, ja. Ich sehe sie gerade nicht. Im Logo. Da ist sie drin. So, wir steigen mal ein. Das ist jetzt, das ist die Version, die du am meisten verkaufst? Oder gibt es nur die? Also man hat ja den normalen, also vom Raptor ist es die Version, selbstverständlich. Ja. Ich meine jetzt innen drin die Kabine. Ach so. Von innen gibt es das nur so, wie er jetzt gleich gesehen wird. Okay, super. Dann bitte mal vorne zumachen, dass wir nochmal rausgucken können. Und du steigst mal auf der Fahrerseite ein, aber noch nicht zumachen, ich komme mal zu dir. Deine Größe heute, Alex? Bitte? Alex, deine Größe? 1,80 Meter. Also ein erwachsener Automobilverkäufer, der da ist. Aber du machst das mit viel Freude. Ich habe noch eine Bitte. Steig noch mal kurz aus. Zeig mir mal gerade, genau, das will ich nämlich mal sehen. Das macht ja Sinn mit dieser Einstiegsleiste. Also die, ansonsten wäre es schon unangenehm. Du hast sie eben automatisch benutzt. Ja, also ich komme bestimmt auch ohne rein, hoffentlich. Noch. Ja, genau. Aber es ist natürlich viel bequemer mit. Und man saut sich die Hosen nicht ein. So, bitte mal einsteigen. Siehst du, jetzt machst du es nicht mehr. Doch, genau so. So, hoher Einstieg erübrigt sich von selber. Das heißt, noch größere Menschen könnten sich auch mit dem Poppes zuerst da reinfallen lassen. Würde gehen. Fangen wir mal an. Elektrische Sitzverstellung? Haben wir hier neben, ja, genau. So, Leder? Wir haben Teilleder. Sieht man jetzt natürlich. Zeig mal bitte. Das heißt, wir haben ein Alcantara-Mittelstück und an der Seite halt ein Kunstleder. Ja, Alcantara, wer sich auskennt, das bessere Leder, lässt sich extrem gut reinigen, hat so eine Wildlederoptik, aber die Reinigungsqualität ist der Hammer. Du kriegst alles raus oder fast alles. Wir bieten sogar Versiegelungen an für die Sitze. Das heißt, so in der Art, das ist wie so eine Keramikversiegelung. Kannst du im Endeffekt Wasser drauf kippen, Cola, perlt einfach ab. So, Öl. Genau. So, hier vorne siehst du auch so schöne Sachen wie Ziernähte in Blau. Genau, haben wir am Sitz, haben wir am Armaturenbrett hier vorne, spiegelt sich überall wieder. Selbst wenn das Auto jetzt natürlich außen in einer anderen Farbe genommen wird, hat man innen drin trotzdem dasselbe Interieur. Mhm. Mit der blauen Naht passt jetzt natürlich super zu der blauen Außenfarbe. Ja, dann hochgelegte Lautsprecher, auch ganz wichtig, denn die Sprachverständlichkeit, gerade bei Navi und so weiter, das ist alles drin. Das Soundsystem ist ordentlich, was hier drin ist? Das Soundsystem ist im Grunde genommen ordentlich, aber es ist ein Standard-Soundsystem, kann man auch nichts dran ändern. Also das klingt gut. Es klingt gut, ja, aber im Grunde genommen kann man hier an der Soundanlage
zumindest ab Werk nichts ändern. Auch so. Da, wenn jemand was anderes haben will, kriegt er was anderes eingebaut. So, Basics, Lichtautomatik hat er. Korrekt. Hat er aktiven Spurhalteassistent? Nee. Er hat einen Spurhalteassistent, genau. Also aktiv. Er lenkt mit. Ja, er lenkt mit. Cool. Also das hat er schon alles drin. Notbremse hat er auch? Notbremse hat er auch. So, Regensensor? Regensensor hat er. Ja, ich frage mal so blöd, weil mein T6 kannst du bestellen ohne Regensensor, zumindest damals, ja. Ich habe keinen Regensensor, habe kein Lichtautomat, habe keinen Xenon, habe keinen. Ja, wobei man natürlich jetzt dazu sagen muss, wir sitzen ja hier eigentlich in der Top-Variante. Also ich habe den Preis ja eben gesehen, ja. Zeig mir den Preis nochmal bitte. Du musst mir den nochmal zeigen. Und das ist kein. Gucken, wo ich ihn hingelegt habe. Das ist aber kein Witz, was du hier machst. Also du kriegst einen 22er Raptor. Man kann noch ein bisschen was. Hat die Kollegen es mitgenommen? 53,9, ich kann es gerne nochmal sagen. 53,9 inklusive Mehrwertsteuer, genau. Und ohne waren es um die 46, gell? Richtig. Okay. Ja, ich meine, klar, man kann natürlich auch da noch sagen, ich hätte gerne eine Standheizung oder ich hätte gerne, das treibt es ein bisschen nach oben, aber generell. Aber nicht mehr viel, habe ich gesehen. Nein, das waren 3.000 Euro mehr, dann ist er quasi voll, da hast du alles drin. Ja. So, dann steigen wir mal ein. Das Schöne ist die 1% Versteuerung für Neuwagen. Das ist natürlich allgemein so, wenn man sowas haben möchte, sowas gibt es ja nicht als Hybrid oder sowas, wo die Anhängelast dann limitiert ist wiederum. Hier reden wir über ein Nutzfahrzeug. Ist der mit LKW-Zulassung? Ja, also man hat im Grunde genommen, hat sich das Ende letzten Jahres geändert. Bedeutet, wir haben früher die Fahrzeuge umschlüsseln können und hatten dann die LKW-Steuer. Und jetzt ist es so, er wird definitiv als LKW zugelassen und auch als LKW versteuert. So, er ist aber unter 3,5 Tonnen. Das heißt, er hat nicht die Limitierung Sonntagsfahrverbot. Nein. Oder ich sag mal, dass ich entsprechende Überholverbote einhalten muss. Nee. Nein, musst du nicht. Nee. Gut, super. So, ich guck mal kurz rein. 10-Gang-Automatik, ja. Wer baut denn die? Weißt du das? ZF. ZF, also eine 10-Gang-Wandlerautomatik. Wir schreiben es nochmal drunter, wenn es nicht stimmt, weil er hat gerade ein bisschen geguckt. Aber da, dann Armauflage, ganz wichtig. Du kannst den Sitz vielfältig verstellen. Hinten hat man Platz. Also das sind 3 Sitzplätze mit außenliegendem Isofix. Genau, also zu dritt wird es wahrscheinlich eng. Zu zweit hat man auch Fußfreiheit. Also da sollte man keine Probleme haben. Also Familie sollte ohne Probleme möglich sein. So, wir werden noch gleich mal kurz mal schauen. Also hat das Wichtigste mit drin, Automatik mit drin. Das hier ist die Getriebeeinstellung. Also wir können hier halt von 2H, also hoher Gang Heck angetrieben, auf 4-Rad hohen Gang umschalten und dann auf 4L. Das heißt, wir haben nochmal eine Geländeuntersetzung, die man reinmachen kann. Darf ich den 4H permanent fahren? Oder ist das nicht dafür gedacht? Oder ist es nur fürs Gelände? Also ich kann 4H wirklich bis 120 km/h reinmachen. Ja. Was man nicht machen sollte, wenn man in 4H fährt, wäre große Lenkbewegung. Das heißt, solange du auf einem Untergrund bist, der Schotter, also einen nicht befestigten Untergrund, da kann man auch mal eher lenken, aber wenn du auf einer Straße fährst, tut das dem Antriebsstrang nicht gut. Muss sagen, die Geländegängigkeit ist nicht so gut wie bei eurem Land Rover, bei dem neuen, oder? Weil ich zeig dir mal ein Video, sind wir im Land Rover wirklich, also ihr verkauft ja auch Land Rover, muss man dazu sagen. Also der, was wäre deine Wahl, Raptor oder Land Rover? Sag Raptor bitte. Raptor natürlich. Ja. Ich würde sagen, wir stellen sie auf dieselbe Stufe. Darf der Kollege drüben nicht hören. Der hat viel mehr Sperren. Und, ja, wie gesagt, wir haben, das stimmt ja. Und der Defender geht auch richtig gut. Also ich bin beides auch schon im Gelände gefahren. Und man muss aber echt dazu sagen, wenn man weiß, wie man das Fahrzeug hier bewegt, sprich, wie reagiert er, wenn er irgendwo durchdreht, fährt sich dieses Auto unheimlich gut. Wo wir halt wirklich verlieren, in Anführungszeichen, ist dann so, der Defender wird mit einer Luftfahrwerk nach oben gefahren. Der hat mehr Bodenfreiheit, der hat auf jeden Fall mehr Verschränkung als das Auto hier. Das heißt, bis der Defender seine Bodenhaftung verliert, dauert es ein bisschen länger. Und ja. Wieder Verkaufswert, man lässt ihn zu und er ist nur noch die Hälfte wert. Nein. Noch weniger. nee, also in dem, der Pickup, das Pickup-Segment generell hat sehr wertstabile Preise. Bedeutet, beim Raptor ist es genauso. Und man hatte den Raptor ja am Anfangs limitiert. Da war es sogar noch mal ein bisschen krasser. Aber man kann ihn ja im Grunde genommen seit eineinhalb Jahren kann man ihn frei bestellen. Gut, das heißt also, du musst nicht jemanden kennen bei Ford, der einen kennt. Nein. So, dann haben wir Becherhalter sind mit drin. Multifunktionslenkrad bitte mal gerade stellen und anmachen. So, dann, guck mal hier, Farbdisplay in der Mitte. Ihr seid ja voll modern. Das ist, nee, man lacht drüber, das ist ein Nutzfahrzeug, was, ich sag mal, für Märkte gebaut wurde, die wirklich,
ich sag mal, das auch brauchen. Also in Deutschland hast du ja fast jede Straße ist ja irgendwie befestigt. Ja. Du musst da schon Offroad schon suchen, aber wenn du jetzt Fan bist, du machst zum Beispiel jetzt hier eine Kabine hinten drauf, machst ein bisschen Offroad, hast Spaß dran oder zwei Pferdeanhänger, wird es gehen? Ja, bis 200 Tonnen? Ja, geht, ja, das geht. Ich habe keine Ahnung, was wiegt denn so ein Pferd? Wird seine 600, 700 Kilo wiegen, also man kann zwei Pferde, denke ich, mit einem Pferdeanhänger mitnehmen. Also man kommt dann schon so in die Richtung 2,4, 2,5 Tonnen, da sollte man wahrscheinlich irgendwo aufpassen. Ihr habt den anderen ja auch, muss man sagen, genau, den normalen. Also, wenn mir das dann nicht reicht, dann sagt man halt, okay, dann verzichtet man auf Raptor, nimmt vielleicht einen anderen, lässt da mal ein bisschen die Kotflügel breiter machen, ein Fahrwerk reinmachen, das funktioniert ja auch. Also geht auch. Alles. Ja. Okay. So, das heißt, wenn ich die 3,5 Tonnen haben möchte, ich kriege ihn auch schön böse in den Raptor noch, es gibt unglaublich viel Zubehör, ne? Gut, ich sag mal, der Aftermarket-Bereich gibt da ja auch viel. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, man nimmt nicht von Ford Sachen, sondern von anderen Zulieferern, kriegst du ja richtig, richtig viel. Gut, so, jetzt machen wir mal eins, wir machen mal beide Türen zu. Ach. Jetzt wird's kuschelig und bitte mal starten. Das meinte ich. Also du kannst flüsternd dich unterhalten. Ja. Bitte mal ein bisschen Gas geben. Du hörst nichts. Ja, man hört jetzt eher. Das war bei dem anderen. Bei dem anderen war es so, wir waren auf der Autobahn, das war wirklich so und du hattest schon das Gefühl, du fährst einen LKW. Ich bin mit dem hier gefahren, ich bin ja schon mal Raptor gefahren. Ganz anderes Feeling. Ja, ja gut, man dämmt so ein Fahrzeug mehr. Wie gesagt, Raptor jetzt in der Top-Ausstattung. Also hier kannst du auch nochmal, wir haben hier generell. Die aber es ja. ist Standard. Also wir haben hier von Navi, Radio, Bluetooth, Telefonanlage, ist ja alles im Grunde genommen drin. Und es ist ein Fahrzeug, was kaum jemand einordnen kann. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also die Leute bewundern das Fahrzeug. Ein echtes Volumenmodell von Ford, ein bisschen wie der Nugget. Also will ich mal sagen, der wirklich, wo die Leute hingucken und sagen, will ich haben. Ja, also wo der Ranger damals als neues Glide auf den Markt gekommen, also sprich grobe diese Form. Mhm. Vorher der Ranger war nicht so bekannt und ab da ist es so, dass wir ja teilweise sogar in diesem Segment einen Marktanteil hatten von fast 40%. Krass. Also das hat dann richtig eingeschlagen, ja. So, komm, wir steigen mal aus. Coole Griffe, auch diesen nicht aus Kunststoff, sondern die kann man wirklich anfassen. Braucht man auch, je nachdem, wie es ist. Kann ich noch mehr Kameras bestellen, wenn ich will? Nein, also du hast hinten die Rückfahrkamera und das war's. Mhm. Also vorne oder seitlich unter den Spiegeln, sowas haben wir nicht. Mhm. Ist lediglich nur die Rückfahrkamera. Gut. So, dann schauen wir mal aus. Dann erklären wir noch ein bisschen was, wie ihr an das Auto kommt, Lieferzeit und so. Denn der Alex ist ja nicht zum Spaß hier, sondern er ist ein provisionsgesteuerter Top-Verkäufer, der dank dieses tollen Preisangebotes bei Sorg ja schon ganz viele, ihr habt ganz viele Nuggets verkauft mit Videos, ja, oder? Ja, ja. Wir haben dieses Jahr und generell auch letztes Jahr durch Corona ist natürlich eine ganze Ecke was passiert. Wir sind so gut wie ausverkauft, ja. So, ja, es gibt viele Aufbauhersteller, das ist standardisiert, mehr oder weniger, die bieten Wohnkabinen, die man absetzen kann. Dann kann man das Fahrzeug einmal als ganz normales Fahrzeug verwenden und kann es als Camping-Offroad-Fahrzeug einfach für kleines Geld sogar, ab 10.000, 15.000 Euro habe ich gesehen, geht das. Ja, also ich sage mal, nach oben sind natürlich nie Grenzen gesetzt. Wenn man eine richtige Absetzkabine haben will, die vorne auch noch so einen Alkoven und sowas hat, dann kann man auch mal ganz schnell bei 35.000 Euro liegen, wenn nicht sogar teurer. Wenn man natürlich sagt, okay, man geht da auf eine Lösung, die natürlich nicht ganz so teuer ist, dann kann man, sag ich mal, für 10.000, 15.000, 20.000 Euro schon einiges bekommen. Aber das ist halt eine Sache, die muss man natürlich individuell mit dem Kunden zusammen durchsprechen. So, ich fasse nochmal zusammen. Neufahrzeuge für den deutschen Markt, keine, ich sag mal, Reimporte, nicht, dass sie schlechter wären oder so weiter, aber das sind für den deutschen Markt bestimmte Neufahrzeuge. Ihr seid autorisierter Ford-Vertragshändler. Ja. Ihr habt auch sogar einen Meister beschäftigt oder mehrere. Nicht nur einen, genau. Wir haben mehrere Meister beschäftigt. Service kann ich machen weltweit mit dem Auto während der Garantiezeit? Europaweit. Europaweit. Also wenn ich irgendwas dran habe, bin in Sizilien, geht. Ja, du kannst halt, Frage, wenn man wirklich was hat, ist es wahrscheinlich schöner, man geht wirklich zu seinem Händler, beziehungsweise natürlich. Wenn ich jetzt da oben bin. Nein, in Gottes Willen, ja klar. So, dann, ich habe im Grunde genommen keine Fragen mehr. Wenn ich den jetzt ordere, Lieferzeit, was denkst du? Müsste ich gerade echt nachgucken, wir werden irgendwo bei 6-7 Monaten liegen. Ach Quatsch, Entschuldigung, durch die, wir haben Halbleiterengpässe, haben ja momentan sehr viele Hersteller oder beziehungsweise durchweg eigentlich, wir werden wahrscheinlich um die 8-9 Monate liegen. Acht, neun Monate. Wir haben aber auch Fahrzeuge in Vorbestellung, also so ist es nicht. Okay.
ansprechen. Dann muss man gucken, ob man ein Fahrzeug findet. Wenn es natürlich direkt so konfiguriert ist, wie man es haben will, ist es natürlich perfekt. Ansonsten können wir aus unserem Vorlauf heraus natürlich auch Fahrzeuge auf Kundenwünsche umbauen. Also macht mir mal einen Gefallen, ja. Das, was der Alex gesagt hat, das wollen wir mal nicht so stehen lassen. Wenn ihr Fragen habt, ja, ruft ihn doch einfach mal an. Dann können wir nämlich aktuell immer was über die Lieferzeit sagen, weil das ist ja im Moment eine Momentaufnahme. Heute am 9. Juli 2021, das kann sich alles ändern. Eventuell auch zum Negativen, das wird man sehen, aber auch zum Positiven. Also aktuelle Zeiten anfragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich habe schon gemerkt, wir haben das Interview ja nicht vorbereitet. Trotzdem hast du fast alles gewusst, muss man sagen, oder du hast alles gewusst. letzte Frage, die Reifen, die drauf sind, haben die Wintertauglichkeit? Ja. Also die haben wirklich, die haben nicht nur eine M&S-Kennung, sondern auch das Schneeflockensymbol. Schneeflocken, ich brauche keine extra Reifen mehr. Nein. Gut, weil die gehen ja auch noch ins Geld, also das kann ich mir auch schon schenken. Ja eigentlich ein rundum tolles Auto und wenn ihr Lust habt, ruft an. Alex, du hast gesagt, am liebsten nur Alex, du musst mal bitte deinen Vor- und Zunamen sagen. Alexander Dekartz. Wie wird das geschrieben? Der Vorname? Der Nachname. Ja, ist klar. D-E-K-A-R-Z. Dekartz. So, und dich findet man auf der Webseite von Sorg. Genau. Ihr seid wirklich ein großer Händler. Auch ruhig mal anrufen, wenn ihr irgendeinen anderen Ford mal seht oder haben möchtet. Ihr habt wirklich tolle Preise, muss man sagen. Und das ist auch ein Teil so ein bisschen offensiv aufgrund der Mengen, die ihr verkauft. Ja, ich sag mal, kann man sowas machen und verdient immer noch Geld, oder? Sehr wenig, ja, aber das machen wir natürlich gerne. Ganz zu heulen, ja. Sorg heißt der Händler, muss man sagen. Ganz tolles Unternehmen, begleite ich schon jetzt ein bisschen länger. Und das ist ja der Ford Ranger Raptor 21. Und wir reden jetzt bei Neubestellungen dann schon über das 22er Modell, was ja auch 22 ausgeliefert wird und auch 22 zugelassen wird. Und vielen Dank fürs Einschalten. Wo findet man euch denn in Fulda? In der Kreuzbergstraße 44, direkt an der B27. Ja, direkt gegenüber vom C&C Frische Zentrum. Von der Chroma, genau, ja. Chroma ist wo? Bekannt. Nee, Entschuldigung, das C&C Frische Center, wenn du jetzt einmal nochmal guckst, da steht Vena Chroma oben drüber links. Ich habe keine Ahnung, ja. Da vorne ist auch der Papat, der ist relativ neu. Nein, den gibt es schon ein paar Jahre. Ist wahrscheinlich verantwortlich für das ein oder andere Kilo bei dir mehr, oder? Ja, das stimmt, ja. Ist das, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute 9. Juli 2021. Also ich komme ja über den Preis immer noch nicht weg, aber ja, was soll's. Tschüss.